Was geht, meine Freunde? Kobi Björn ist am Start heute mit dem Recap der gestrigen Christmas Games. Alter, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so viel Spaß hatte ich an einem einzigen NBA-Abend schon lange nicht mehr. So viele gute Teams, Superstars und dann auch noch durch die Bank enge, hart umkämpfte Spiele. Also die Christmas Games haben dieses Jahr echt nicht enttäuscht. Ich bin übertrieben froh, die ganze Nacht durchgemacht zu haben und später voll verpennt beim Ganzessen mit meiner Familie zu sitzen. Das war es echt wert, aber lasst uns nicht lange rumlabern. Schauen wir direkt, was so abging. Alles fing an mit den New York Knicks gegen die Philadelphia 76ers, das heißt Kristaps Porzingis gegen Joel Embiid und Ben Simmons. Das ist das einzige Game, bei dem ich nur die zweite Halbzeit sehen konnte, aber Wayne, was ich gesehen habe, war extrem geiler Basketball. Embiid hat abgeliefert, 26 Punkte, 16 Rebounds und 3 Blocks. Porzingis hatte auf der anderen Seite für die Knicks nicht das beste Spiel. Der junge Mann traf nur 6 von 19 aus dem Feld. Das war aber egal, denn sein Partner in Crime, Enes Kanter, droppte einfach mal 31 Punkte und 22 Rebounds. 11 davon waren auch noch Offensive Rebounds. Durch diesen unglaublichen Hustle blieben die Knicks im Spiel. Am Ende konnten aber trotzdem die 76ers das extrem knappe Game gewinnen. Ben Simmons sieht auf dem Statistikbogen ein bisschen blass aus. 8 Punkte, 8 Rebounds und nur 3 Assists. Trotzdem hatte er für mich das Spiel gewonnen, denn er hatte 2 mega wichtige Defensive Plays, einen Steal und einmal verteidigte er den Einwurf der Knicks so gut, dass die den Ball nicht mehr einwerfen konnten. Da sieht man mal wieder, dass ein bisschen auf Statistiken gucken nicht ausreicht, um Spieler wirklich zu bewerten. Simmons hatte auf dem Bogen eine schlechte Nacht, aber trotzdem hat er in meinen Augen das Spiel einfach gewonnen. Weiter ging es mit dem vermeintlich besten Spiel des Jahres, Cleveland gegen Golden State. Die Emotionen und Aufregung in diesem Matchup waren so hoch, dass das erste Viertel von Turnovern, Fehlwürfen und technischen Fouls dominiert wurde. Mit dem Spiel wollte ich meinem Dad mal ein bisschen die NBA näher bringen, aber nach dem ersten Viertel war er nicht wirklich beeindruckt. Es gab einfach so viele Unterbrechungen und ständige Ballverluste. Erst im Laufe des Spiels konnten sich die Jungs ein bisschen beruhigen. Trotzdem lief alles ein bisschen strange. Die Cavs haben zum Beispiel nur 32% aus dem Feld geschossen, waren aber trotzdem bis kurz vor Ende in Führung. LeBron blieb weit unter seinen Möglichkeiten. 20 Punkte, 6 Rebounds und 6 Assists. Natürlich ist das für jeden normalen Spieler eine geile Statline, aber nicht für den besten Spieler der Welt, der gegen das stärkste Team der NBA gewinnen will. Kevin Love, Mr. Unbeständig gegen die Warriors, konnte dagegen mal wieder zeigen, warum er eigentlich mal ein NBA-Star war. 31 Punkte und 18 Rebounds, aber leider war das gegen ein rundlaufendes Warriors-Team zu wenig. Klay Thompson und vor allem Draymond Green spielten nahezu perfekt. Draymond hatte ein Triple-Double, während Klay 24 Punkte auflegte, mit 50% aus dem Feld und 57% von der Dreierlinie. Das Spiel ging letztendlich 99-92 für die Warriors aus. Wahrscheinlich wäre das Ergebnis deutlich härter ausgefallen, wenn Steph Curry mitgespielt hätte. Den Cavs fehlt natürlich immer noch Isaiah Thomas in der Aufstellung, aber selbst mit IT wird es in den Finals unmöglich sein, gegen diese Warriors zu gewinnen, es sei denn, Cleveland schafft es endlich mal, einen vernünftigen Center zu verpflichten. Als nächstes kam das beste Point Guard Duell des Abends, Washington gegen Boston und damit John Wall gegen Kyrie Irving. Das Spiel hat alles erfüllt, was ich mir erhofft hatte. Zuerst mal wollten beide Teams ums Verrecken gewinnen. Ich respektiere Teams und Spieler, die einfach gewinnen wollen und dafür auch hart in der Defense arbeiten. Diese Bereitschaft habe ich sowohl bei den Wizards als auch bei den Celtics gesehen. Außerdem haben beide Point Guards extrem gut abgeliefert. Vor allem John Wall, der Mann war echt überall auf dem Court, 21 Punkte und 14 Assists. Aber vielmehr hat mich einfach sein Wille zu gewinnen beeindruckt. Wenn du vorne den Angriff für dein Team einfädelst und dann hinten noch Kyrie Irving verteidigst, dich nach jedem Ball wirfst und sogar gegen 2,10 Meter Center stellst, dann hast du echt Respekt verdient. Unterstützt wurde er dabei wie immer von seiner perfekten Backcourt-Ergänzung Bradley Beal. 25 Punkte und 8 Rebounds für den Mann aus St. Louis. Und wenn wir schon von St. Louis sprechen, Jason Tatum hat für die Celtics so krass gespielt. Man darf echt nicht vergessen, dass der Dude erst 19 Jahre alt ist. Trotzdem war er der zweitbeste Mann auf dem Feld für die Celtics. 20 Punkte mit beinahe perfekten Quoten aus dem Feld und von der Dreierlinie. Trotzdem ging der Sieg verdient an die Wizards und ich freue mich schon zu Tode auf die Playoff-Serie zwischen diesen beiden Teams. So, schon 3 Spiele besprochen, fehlen nur noch 2. Erstmal die Houston Rockets gegen die Oklahoma City Thunder. Das heißt Russell Westbrook gegen James Harden oder auch MVP vs. MVP. Von den individuellen Statistiken waren es schon mal krasse Leistungen. Westbrook kam mit 31 Punkten, 11 Assists und 6 Rebounds, während James Harden 29, 14 und 8 auflegte. Keine schlechte Ausbeute für 2 weitere brutal starke Point Guards dieser Liga. Das Spiel drehte sich aber nicht nur um die beiden. Melo und Paul George hatten zur Abwechslung mal beide gleichzeitig ein geiles Spiel für die Thunder. Dazu war Steven Adams wie immer grundsolide, sogar Robertson traf ein paar
paar seiner Freiwürfe, um die Thunder letztendlich zum Sieg über die Rockets zu führen. Genau wie die anderen Christmas Games war auch dieses Spiel bis zu den letzten Minuten ausgeglichen und dadurch mega spannend. Erst in der letzten Minute wurde es durch zwei Turnover der Rockets entschieden. Letztendlich reicht es bei dem Spiel, nur mal auf die Quoten zu schauen und man weiß schon, was schief lief. Houston schoss nur 43% aus dem Feld und 32% von der Dreierlinie. Die Thunder dominierten dagegen mit 54% aus dem Feld und 44% von Downtown. Dabei sieht man schon, dass OKC einfach kontrollierter gespielt hat. Trotzdem sind die Rockets meiner Meinung nach immer noch das bessere Team. Man darf nicht vergessen, dass Houston ohne Chris Paul gespielt hat. Die Würfe der Rockets wollten einfach nicht so fallen wie bei den Thunder. Trotzdem das vierte geile Spiel in Folge. Wie gesagt, die Christmas Games haben uns echt nicht enttäuscht. Als letztes schauen wir noch auf Los Angeles gegen Minnesota. Das größte Highlight war für mich erstmal, dass die komplette TNT-Crew das Spiel kommentiert hat. Das heißt Ernie, Kenny, Sir Charles und Shaq in einem Spiel. Allein dafür hat es sich gelohnt, die Nacht durchzumachen. Die Lakers mussten auf Lonzo Ball und Brandon Ingram verzichten und damit hatten sie einfach nicht genug Firepower, um den Timberwolves wirklich gefährlich zu werden. Minnesota müsste bei all dem Talent, das sie auf dem Feld haben, sowieso 100 Mal besser sein als die Lakers. Ich verstehe nicht, warum man Jimmy Butler, Wiggins und Cat nicht einfach rennen lässt. Die Jungs sind so athletisch und könnten dadurch locker jedes Team überrennen. Es hat zwar für die Lakers gereicht, aber bei dem Talent müssten sie so ein junges Team eigentlich komplett zerstören. Julius Randle und Kuzma hatten jeweils ein gutes Game für die Lakers, aber ansonsten kam leider nicht viel aus Los Angeles. Also wie ich schon im Video gestern gesagt habe, hätte man sich die Lakers und T-Wolves als Christmas Game echt sparen können. Aber egal, die Nacht war trotzdem der Hammer. Alle Spiele spannend, die Superstars haben größtenteils abgeliefert. So müssen die Christmas Games laufen. Ich hoffe, ihr Jungs hattet genauso viel Spaß wie ich. Viele von euch haben mir Bilder auf Instagram geschickt, wie ihr euch die Spiele reinzieht. Das habe ich übertrieben gefeiert. Wir müssen echt öfter mal solche Nächte machen, wo wir alle zusammen Spiele schauen. Aber gut, Männer, ich gehe jetzt erstmal zum Familienessen. Ich habe schon gesagt, in dieser Woche gibt es eher kurze Videos, weil ich gerade bei meiner Familie zu Besuch bin und hier nicht das schnellste Internet verlegt ist. Aber gut, ich versuche trotzdem, euch die bestmöglichen Videos abzuliefern. Sagt mir gerne, wie ihr die Christmas Games erlebt habt. Habt ihr alle geschafft oder war schon nach einem Schluss? Lasst mal hören, wie das so bei euch aussah. Und was sagt ihr eigentlich zu den Cavaliers? Meint ihr, da geht was gegen die Warriors? Oder müssen sie wirklich erstmal einen Center verpflichten, um überhaupt eine Chance zu haben? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Das war es leider schon mit dem Video. Wenn ihr Bock auf mehr NBA-Content habt, dann könnt ihr den Kanal hier gerne abonnieren oder mir auf Instagram folgen. Den Link findet ihr in der Infobox. Ich danke euch fürs Zuhören, meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace.